Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Christina und in diesem Video zeige ich dir, wie du natürliche Zahlen schriftlich addierst und subtrahierst. Kleine Zahlen kann man ja leicht im Kopf addieren und subtrahieren. Zum Beispiel 19 plus 5. Na, wie viel ist das? Genau, 24. Und kannst du auch diese Rechnung im Kopf lösen? 26 minus 19. Ja, super, das ist 7. Aber wie geht das mit großen Zahlen, wie zum Beispiel 235 plus 144 oder 368 plus 123? Das lösen wir lieber schriftlich. Ich zeig's dir. Nimm deinen Zettel und deinen Stift und mach einfach mit mir mit. Fangen wir an mit 235 plus 144. Wir können die Zahlen, die wir addieren wollen, auch untereinander schreiben, da dann das Rechnen leichter geht. Wir schreiben zuerst den ersten Summanden hin und schreiben dann den zweiten Summanden stellenwert richtig darunter. Stellenwert richtig bedeutet Einer unter Einer, Zehner unter Zehner und Hunderter unter Hunderter. Dann machen wir einen Strich darunter. Diese Schreibweise bedeutet, hier sollst du addieren. Wenn du willst, kannst du vor den zweiten Summanden ein Plus setzen. Dann weißt du genau, was zu tun ist. Nun beginnen wir zum Addieren. Wir fangen mit den Einerstellen an. 5 plus 4 ergibt 9. Deswegen ist 9 die Einerstelle des Ergebnisses. 3 plus 4 ergibt 7. Deswegen ist 7 die Zehnerstelle des Ergebnisses. 2 plus 1 ergibt 3, deswegen ist 3 die Hundertstelle des Ergebnisses. 235 plus 144 ist gleich 379. Es ist egal, ob du bei den Einerstellen 5 plus 4 rechnest oder 4 plus 5. Es ergibt beides gleich 9. Das gleiche gilt bei den Zehnerstellen. 3 plus 4 ist 7 und 4 plus 3 ergibt 7. Und das gleiche gilt auch bei den Hunderterstellen. 2 plus 1 ist 3 und 1 plus 2 ergibt 3. Das heißt, die Reihenfolge, ob du von oben nach unten oder von unten nach oben rechnest, ist egal. Erinnerst du dich noch, wie dieses Gesetz heißt? Genau, super. Es heißt Kommutativgesetz oder Vertauschungsgesetz. Nun bist du an der Reihe. Wie viel ergibt 456 plus 342? Schreib zuerst die beiden Zahlen stellenwert richtig untereinander. Genau, super. So schauen die beiden Zahlen stellenwert richtig untereinander aus. Und dann machen wir noch einen Strich darunter. Jetzt addiere die beiden Zahlen. Super, das richtige Ergebnis lautet 798. 456 plus 342 ergibt 798. Jetzt kommen wir zur Subtraktion. Bei der Subtraktion gibt es zwei verschiedene Verfahren und du kannst dir eins von den beiden aussuchen. Das erste nennt sich Ergänzungsverfahren und das zweite Abziehverfahren. Ich werde dir im Folgenden beide vorstellen und verwende einfach das, welches dir besser gefällt und welches dir leichter fällt. Fangen wir zuerst an mit dem Ergänzungsverfahren. Für das Ergänzungsverfahren will ich dich daran erinnern, dass Addition und Subtraktion gegenseitige Umkehroperationen sind. Im Introvideo haben wir gelernt, dass Minuend minus Subtrahend gleich Differenz ist. Da Addition und Subtraktion Umkehroperationen sind, gilt Subtrahend plus Differenz ist gleich Minuend, Differenz plus Subtrahend ist gleich Minuend. Da bei der Addition das Kommutativgesetz oder Vertauschungsgesetz gilt, ist es egal, ob ich Subtrahend und Differenz vertausche. Diese Information benötigen wir jetzt für die schriftliche Subtraktion. Nun wenden wir das Ergänzungsverfahren bei der folgenden Rechnung an. Wie viel ergibt 368 minus 123?
Wir schreiben die beiden Zahlen mit der Stellenwert richtig untereinander. Das heißt, Einer unter Einer, Zehner unter Zehner und Hunderter unter Hunderter. Aber aufpassen, bei der Subtraktion gilt das Kommutativgesetz nicht. Das heißt, Minuend und Subtrahend haben eine feste Position. Anschließend machen wir einen Rechenstrich unter den Subtrahenden und schreiben neben den Subtrahenden ein Minus, da wir subtrahieren. Wir haben vorher gesagt, dass Subtrahend plus Differenz gleich Minuend ist. Und diese Information wenden wir jetzt an. Wir schauen uns zuerst die Einerstellen an und überlegen uns, 3 plus wie viel ergibt 8? 3 plus 5 ergibt 8. Das heißt, die Einerstelle des Ergebnisses ist der Fünfer. Du hast vielleicht gesehen, dass wir von unten nach oben gerechnet haben. Beim Ergänzungsverfahren wird immer von unten nach oben gerechnet. Das ist ganz wichtig. Nun schauen wir uns die Zehnerstellen an. 2 plus wie viel ergibt 6? 2 plus 4 ergibt 6. Das heißt, die Zehnerstelle des Ergebnisses ist der Vierer. Nun schauen wir uns noch die Hunderterstellen an. 1 plus wie viel ergibt 3? 1 plus 2 ergibt 3. Das heißt, die Hunderterstelle des Ergebnisses ist der Zweier. Und daraus folgt, dass 368 minus 123 gleich 245 ist. Du hast jetzt vielleicht gesehen, warum es Ergänzungsverfahren genannt wird. Wir ergänzen immer um eine Zahl. Und beim Ergänzungsverfahren wird eigentlich immer eine Addition durchgeführt. Zur Probe kannst du rechnen, 245 plus 123 ergibt 368. Nun schauen wir uns das Abziehverfahren an. Beim Ergänzungsverfahren haben wir von unten nach oben gerechnet und beim Abziehverfahren werden wir jetzt von oben nach unten rechnen. Wir schauen uns wieder die gleiche Rechnung an. Zuerst schreiben wir die beiden Zahlen mit der Stellenwert richtig untereinander. Mache einen Rechenstrich darunter. Da wir eine Subtraktion durchführen, müssen wir wieder ein Minus in den Subtrahenden schreiben. Wir haben gesagt, dass wir von oben nach unten rechnen. Wir fangen an mit den Einerstellen und rechnen 8 minus 3. 8 minus 3 ergibt 5, deswegen ist die Einerstelle des Ergebnisses der Fünfer. Und jetzt siehst du vielleicht auch, warum es Abziehverfahren heißt. Wir haben den Dreier vom Achter abgezogen. Nun schauen wir uns die Zehnerstellen an. 6 minus 2 ergibt 4. Deswegen ist die Zehnerstelle das Ergebnis der Vierer. Jetzt schauen wir uns noch die Hunderterstellen an und rechnen 3 minus 1. 3 minus 1 ergibt 2. Deswegen ist die Hunderterstelle das Ergebnis der Zweier. Daraus folgt, dass 368 minus 123 gleich 245 ist. Du hast jetzt beide Verfahren kennengelernt und du kannst das verwenden, welches dir leichter fällt und welches du auch besser findest. Nun bist du wieder an der Reihe. Wie viel ergibt 499 minus 273? Schreib zuerst die beiden Zahlen mit der Stellenwert richtig untereinander. Super, genauso sollte es ausschauen. Und jetzt überleg dir, ob du lieber das Ergänzungsverfahren oder das Abziehverfahren verwenden möchtest und rechne es aus. Perfekt, genau richtig. Die richtige Antwort lautet 226. Das heißt, dass 499 minus 273 gleich 226 ist. Wenn du das Ergänzungsverfahren verwendet hast, hast du gerechnet, 3 plus wie viel ergibt 9? 3 plus 6 ergibt 9. 7 plus wie viel ergibt 9? 7 plus 2 ergibt 9. Und 2 plus wie viel ergibt 4? 2 plus 2 ergibt 4. Wenn du das Abziehverfahren verwendet hast, hast du gerechnet, 9 minus 3 ergibt 6, 9 minus 7 ergibt 2 und 4 minus 2 ergibt 2. Die Probe lautet 226 plus 273 ergibt 499. Wenn du dich jetzt fragst, wie du Additionen und Subtraktionen mit Zehnerüberschreitungen lösen kannst, wie zum Beispiel 579 plus 443 oder 673 minus 299, schau dir am besten das nächste Video an. Ich hoffe, dir hat das Video weitergeholfen
und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Bis bald!